Wir dürfen nur ganz, ganz wenig, am besten gar keine Aufmerksamkeit erregen. Deshalb solltet ihr so leise sein und so vorsichtig wie möglich hier hineinschreiten. Ich habe euch was zu erzählen. Ja, Leute, ich muss euch was zeigen. Und ich glaube, das könnte euch interessieren, denn das braucht noch keiner sonst wissen außer uns. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Die Sache ist einfach die. Ich muss es euch einfach erzählen. Ich bin so derbe happy. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich zeig's euch einfach und vielleicht versteht ihr dann, warum ich so scheiße happy bin. So, dieses Teil ist endlich da. Ich kann endlich meinen Unterstand für die Säge fertig bauen, wo dann auch natürlich diese mega Fräse reinkommt. Darauf habe ich Ewigkeiten gewartet. Ja, gewartet deshalb, weil, ein kleines Geheimnis. Das sind meine allerersten Einnahmen, fast über 2 Jahre mittlerweile. Meine allerersten Einnahmen über meine Amazon-Links. Da habe ich über 2 Jahre mir die Kohle zusammen verdient, in Anführungszeichen, um mir das Teil zu besorgen. Und ich erzähle euch auch noch, weshalb mich das Ding fast 100 Euro weniger gekostet hat, als ihr normalerweise dafür bezahlt. Ja, also das ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Wie soll ich sagen? Es war aus anderen Gründen günstiger. Ich habe jetzt noch nicht mal explizit danach gesucht. Ich habe es einfach, während ich nach dieser Triton-Säge, nach dieser Fräse gesucht habe, habe ich ein Angebot gefunden für eine Triton-Fräse, die große, als UK-Version. Das Ding an der ganzen Geschichte, ich habe mich gefragt, was ist diese verdammte UK-Version? Jetzt kaufe ich mir das Ding und kann sie vielleicht hier in Deutschland gar nicht benutzen, weil, was weiß ich? Ich wusste wirklich nicht, was das bedeutet. Ich habe mir das Teil erstmal gesichert in meinen Einkaufswagen und bin dann auf die Suche gegangen, was UK-Version bedeuten könnte. Und was UK-Version bedeutet, werde ich euch jetzt zeigen. So, Mädels, und ich würde sagen, ihr kommt einfach mal ein bisschen näher und haltet euch fest, das Ding wird euch schocken. Wirklich schocken. Es sei denn, natürlich, ihr kennt das Geheimnis schon, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also kommt näher, macht euch keinen Kopf, kommt näher, ich zeig's euch. Es besteht keine Gefahr. Kommt dran. Ja, UK-Version bedeutet einfach, hier ist ein anderer Stecker dran. Schön, habe ich gedacht, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da kaufe ich mir entweder einen Adapter oder ich mache einfach einen neuen Stecker dran. Schwuppdiwupp war auch alles, was ich dafür brauche, bestellt. Noch bevor das Gerät ankam. Denn ich hatte ja vorher recherchiert, was UK-Version bedeutet. Also wie gesagt, alles, was ich dafür benötigte, um das umzubauen, bestellt. Das kam dann noch an. Kam sogar vor der Fräse an.
als dann praktisch alles da war und ich die Fräse dann so auspackte, habe ich sie ausgepackt, habe sie mir angeschaut, war begeistert und dachte, okay, sobald ich das Ding in die Werkstatt bringe, baue ich einen Stecker um und dann, ja, dann können wir das Ding eigentlich auch verwenden. Gesagt und fast getan. Am gleichen Abend saß ich abends auf dem Sofa und wollte eigentlich einen Film gucken, aber irgendwie war die Fräse interessanter. Die stand nämlich neben mir, auf dem Boden, neben dem Sofa. Ja, das ist so meine Macke. Wenn ein Teil neu ist, dann muss ich erstmal Zeit mit ihm verbringen und das ist so geil. Naja, jedenfalls spielte ich so mit dem Ding rum, hab mir dieses Kabel angeguckt, hab mir diesen Stecker angeguckt und sagte mir, Mensch, jetzt Kinder, irgendwie sieht dieser Stecker irgendwie, der sieht mir irgendwie suspekt aus. Hab dann mal geguckt, ob der Adapter drauf passt und ja, der hat gepasst und ich guckte mir das Ding an und guckte es mir an und irgendwann, jetzt werdet ihr euch fragen, warum nicht sofort, aber irgendwann, nach stundenlanger Betrachtung fiel mir das hier auf. Komm näher. So. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Seht ihr das? Da ist nämlich auch eine Zeichnung drauf. Die hätte ich vielleicht schon mal früher anschauen sollen, aber ja, um ehrlich zu sein, habe ich die auch früher angeguckt, aber habe da nichts drauf gegeben. Aber wie gesagt, an dem Abend neben dem Sofa, irgendwann schaute ich mir diese Zeichnung an und habe die Pappe abgemacht. Da kam diese Schraube zum Vorschein. Und da begann mein Spieltrieb. Tja, ich nahm also einen Schraubenzieher, schraubte diese Schraube ab. Na, da, 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 da. Das dauert eine Weile. So, das war's. Dann machte ich dieses Teil auf. Das ging auch relativ leicht, was mich schon mal wunderte. Was mich noch viel mehr wunderte, ist das, was ich sah, als ich diesen Stecker aufgemacht habe. Also, ich machte das auf und sah was? Na, man geht auch schon auf jetzt hier. Sah Folgendes. Schaut mal her. Was ist da drin? Ein ganz normaler deutscher Schuko-Stecker. Sehr geil, habe ich mir gedacht, das Geld für den Adapter hättest ihr sparen können. So, waren immerhin auch 7 Euro. So, naja, sehr geil auf jeden Fall. Also ich brauche an dem Kabel nichts rumschnibbeln, nichts adaptieren oder sonst irgendwas, was ich richtig geil finde. Denn an einer neuen Maschine am Kabel rumzuschnibbeln und da einen neuen Stecker oder irgendwas sonst drauf, das tut mir immer irgendwie so ein bisschen in der Seele weh. Und darum war ich ganz froh, als ich das entdeckt habe. So. Und diese Version, weil es eine UK-Version war, hat mich knapp 80 Euro, also rund 100 Euro weniger gekostet. Also das war für mich der Spaß definitiv wert. Ich fand es so geil, als ich das entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob ich euch was Neues erzähle. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich persönlich für meinen Teil fand das mega erwähnenswert. Deshalb ja heute Abend auf diesem Vlog-Video. Vielleicht könnt ihr mich ja verstehen, weshalb ich so... Also ich habe das Gefühl, ich habe den Top-Deal errungen. Ja. Also lasst mir gefälligst die Illusion, falls ihr schon vorher wusstet, wie das aussieht. Ja, also ich möchte keinen Kommentar unter meinem Video, wo steht, ja, wussten wir schon längst, hättest du uns mal gefragt. Will ich nicht hören, will ich nicht lesen, will ich nicht sehen. Ja. Also, beachten, solche Kommentare will ich nicht haben. Ich packe das mal schnell wieder ein und dann zeige ich euch die nächste geile Sache. Ja, also ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum das, ja, warum mich das so happy macht. Die nächste coole Sache verbirgt sich hier drin. Ich habe eigentlich schon fast ein schlechtes Gewissen. Nein, das stimmt nicht wirklich. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Da ist die nächste coole Sache drin in diesem Päckchen. Und dieses Päckchen wurde möglich, ob ihr das glaubt oder nicht, auch das wurde nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Das habe ich
Auch selber gekauft. Auch das wurde mir ermöglicht durch eine Einnahme, die ich normalerweise nicht hätte. Das hier sind meine YouTube-Einnahmen aus auch etwas über einem Jahr. Ich weiß nicht, ob es 14, 15, 16 Monate sind, seitdem ich Werbung schalten darf. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall in diesem Zeitraum habe ich mir dieses Teil verdient. Das heißt, alles, diese beiden Sachen, die hier stehen, praktisch ohne Amazon Wunschliste oder sonst irgendwas. Also ich habe ja auch mal eine Weile eine Amazon Wunschliste gehabt. Eine Weile ist gut. Ich glaube, die war maximal 2-3 Tage drin. Dann habe ich sie rausgenommen. Glaube ich zumindest. Also ich bin der Meinung, ich dürfte sie nirgendwo unter keinem Video drunter haben. Vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder. Ich weiß es noch nicht. Ich habe sie damals rausgenommen aus gutem Grunde. Für mich zumindest. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wiederkommt. Fakt ist, diese beiden mega Sachen, ich zeige euch gleich, was das hier ist, habe ich im Prinzip diesem Kanal hier zu verdanken. Und damit habe ich es euch zu verdanken. Und genau aus diesem Grunde teile ich das hier mit euch. Ich möchte, dass ihr das wisst, dass ihr das seht. Ich verdiene sicherlich mit dem Kanal keine Million. Und wie gesagt, über 2 Jahre diese Geräte hier finde ich schon ganz geil. Das ist mega. Und deshalb danke ich euch von ganzem Herzen für euren Support. Denn das bedeutet, dass ihr über meine Links auch wahrscheinlich irgendwas bestellt habt. Und ja, wie gesagt, dass ihr meine Videos geguckt habt. Denn sonst wäre das hier nicht möglich gewesen. Also recht herzlichen Dank, vielen lieben Dank an euch alle. So, und jetzt kommt der fette Moment. Also nicht gucken, nicht gucken. So. Alter, als das Teil ankam, dachte ich, wieso ist das Ding so schwer, Mann? Ich habe mir das immer viel leichter vorgestellt. Ich habe das Ding ja noch nie vor... Ich habe das Ding noch nie in der Hand... Also ich meine, ne, das Ding hier habe ich vorher noch nie in der Hand gehabt. Also konnte ich auch nicht sagen, wie schwer oder wie leicht das ist. Natürlich in schwarz-gelb oder gelb-schwarz, je nach Perspektive. Ich zeig's euch. Ich habe von dem ganzen Ding natürlich die günstige Version gekauft, ohne Ladegerät und ohne Akkus, weil ich ausreichend Akkus da habe und ausreichend Ladegeräte da habe. Das hätte nämlich um einiges mehr gekostet. Das ist erstmal nur ein Zubehörteil davon. Das ist nämlich der Korb zu meiner neuen DeWalt Akkufräse. Auch dieses Stück habe ich schon Ewigkeiten im Auge. Obwohl, wie gesagt, ich habe das Teil noch nie ausprobiert. Aber ja, ich stehe halt einfach auf gelb-schwarz. Was soll ich dagegen tun? Es ist stärker als ich. Auch das Teil ist, wie ich finde, ein richtiges geiles Teil. Ursprünglich wollte ich ja mal fremdgehen. Ich wollte fremdgehen mit Blau. Also, ich habe lange Zeit geliebäugelt mit der kleinen Bosch-Fräse, mit der Akkufräse von Bosch. Fragt mich nicht nach der Bezeichnung. Ich kann diese Bezeichnung nicht, werde diese Bezeichnungen nie merken, von gar keinem Hersteller. Ich finde es immer witzig, wie ihr immer mit diesen Bezeichnungen um euch werft. Ich gucke dann immer wie so ein begossener Pudel, wie so ein, weil ich einfach keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Jedenfalls wollte ich mir die Bosch-Fräse kaufen.
Und irgendwann, während meinen Überlegungen in den vergangenen 2 Jahren, kam irgendwann dieses Teil auf den Markt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das musst du unbedingt ausprobieren. Das Ding ist ja gelb-schwarz. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, der Kerl ist total bekloppt, gelb-schwarz. Der muss doch auf seine inneren Werte gucken. Ja, die kommen bei mir erst an 2. Stelle. So. Und das Teil ist eigentlich mega geil. Das ist das Gerät an sich. Und ja, in diesem Korb kannst du es stufenlos hin und her schieben, weil der natürlich hier auch das muss ich erstmal, wie funktioniert das hier doch gleich nochmal? So, der hat auch diese Federung wie eine normale Fräse. Und dieses Teil hier, das ist mal richtig geil. Da kommt dieses gute Stück rein. Alter, du musst natürlich die Nase finden erstmal. Das Ding schraubst du so drauf hier, das Ding, so. Und dann kannst du das einfach hier reinklipsen, aufbringen. So, und was ich jetzt richtig geil finde, ja, wahrscheinlich finde das nur ich geil, aber ich finde es halt auch wirklich geil, du kannst die Eindringtiefe, naja, ihr wisst, was ich meine. Tja, man sollte nicht so viel labern, wenn man sich noch nicht eingehend mit dem Teil beschäftigt hat. Also die Eindringtiefe könnt ihr ganz einfach bestimmen, indem ihr diesen Ring hier dreht. Damit fährt die Maschine hoch oder runter. Und damit könnt ihr kinderleicht bestimmen, wie tief ihr in das Material eintaucht. Also für mich ist das geil. Ich weiß nicht, also ich finde das System heftig. Ich freue mich so derbe auf die erste Fräsung. Und ich habe mir vorgenommen, schaut mal, da. Das Ding habt ihr sicherlich gesehen in einem der letzten Vlogs, wie ich diese Nut gemacht habe. Und eigentlich gehört da noch eine zweite hin. Den Tag war ich so sauer, dass ich die zweite Nut nicht mehr gemacht habe. Und definitiv werde ich die zweite Nut natürlich hiermit versuchen zu fräsen. Das sollte auch funktionieren. Also das Teil wird definitiv dafür zum allerersten Mal benutzt. So, wenn das nicht geile Neuigkeiten sind, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe 2 Mega-Geräte neu in meiner Werkstatt, die mich hoffentlich auch in meinen Projekten weiterbringen. Ich freue mich am allermeisten über die große Triton, weil ich damit endlich meine Säge fertigstellen kann und eben dann auch endlich einen funktionierenden, ordentlichen Frästisch einbauen kann. Ich habe ja bisher nur dieses komische Alu-Gestell. Hat seinen Zweck erfüllt. Ja, es hat seinen Zweck erfüllt. Allerdings wirklich präzise Sachen waren damit nicht möglich. Deshalb freue ich mich so heftig auf die Fertigstellung meines Frästisches im Sägenunterstand. So, ich packe mal kurz zusammen und dann sprechen wir uns nochmal kurz wieder. Ja, Mädels, bei der gelben DeWalt-Fräse, da habe ich einen kleinen Teil natürlich selber dazu beigesteuert, aber im Endeffekt habt ihr sie mir ermöglicht, weil ich sie nicht gekauft hätte, zumindest noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. So, jetzt habe ich ein bisschen roten Faden verloren. Ich war so happy, dass ich euch das vorstellen konnte, dass ich eigentlich vergessen habe, was ich jetzt noch von euch wollte. Naja, von euch nichts, aber ich wollte was. Ne? Also. Ich merke gerade, ich habe Hunger. Mir hat gerade der Magen so heftig geknurrt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber
Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es auch gespürt. Also, ja, vielleicht gehe ich erstmal was futtern. Eigentlich wollte ich die Nut noch mit euch fräsen, aber ich glaube, das verschieben wir, denn da ist schon dunkel. Ich hatte Nachtschicht und ich bin froh, wenn ich jetzt Feierabend machen kann. Ich denke, wir machen diese Fräsung, oder ich mache die Fräsung vielleicht morgen. Schauen wir mal. Wenn ich sie morgen mache, nehme ich euch mit. Ja, und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut beim nächsten Werkstattvlog wieder rein. Ihr wisst ja, mittlerweile wöchentlich. Eine Frage hätte ich da doch noch. Ihr habt ja gemerkt, dass dieser Vlog jetzt wöchentlich kommt. Passt euch die Zeit, in der ich diesen Vlog bringe, also die Uhrzeit und der Tag? Habt ihr bessere Vorschläge, dann teilt sie mir doch mit unterm Video. Meinetwegen habt ihr es lieber samstags um 16 Uhr, dann kommt dieser Vlog samstags um 16 Uhr. Das ist eine Sache, die bestimmt ganz allein ihr. Also lasst mich wissen, ob euch der Zeitpunkt stimmt, den ich euch anbiete, oder ob ich vielleicht am Zeitpunkt was ändern kann. Also sagt Bescheid. Bis dahin. Horrido. Tschüss.